Nach der Ebene der Staubvögel erreichen sie die Region des großen Plastemülls. Gelähmt, entsetzt können sie nicht fassen, was sie sehen. Wir krochen weiter durch den schmalen Korridor, dicht an den Rädern der Autos vorbei. VWs, Corsairs, Opalas, Galaxies, Kombis, Golfs, kleine Laster, LKWs, Limousinen, Wohnwagen, Minibusse, VW-Busse, Passats, Alphas, riesige Fahrzeuge, andere ganz winzig, alle verrostet und verrottet. Das Innere war demontiert. Als sie sie stehen ließen, nahmen die Besitzer oder später die Plünderer alles mit. Sitze, Uhren, Kassettenrekorder, Minifernseher, Telefone, Kilometerzähler, Lenkräder, Klimaanlagen, Verstärker, Scheibenbelüftung, die elektronische Antenne, das Alarmsystem, Lenkradschloss, Ablage, Minibar, Rauchglasscheiben, Heizung und anderes Zeug, mit dem Status ausgedrückt wurde. Die Plünderer waren organisiert und gefürchtet. Sie wurden auf die gleiche Weise gejagt wie im alten Ägypten die Räuber der Königsgräber. Leere, sinnlose Hüllen, Schaustücke der Nutzlosigkeit, Beweise der illusorischen Symbole, die sie dargestellt hatten. Hier zerfielen sie allmählich, zerfressen, hohl. Die Demonstration eines vergänglichen Traumes, der sich lange vor dem Erwachen zerschlagen hatte. Und jetzt ist die Erinnerung schwach und verblasst mit jedem Tag mehr. Nach der Säule können wir aufrecht gehen. Es wurde aber auch Zeit. Lass uns zusammen zu dem Wald gehen, dort kann man besser laufen. Ich habe das Zeitgefühl verloren. Hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Wie spät es ist? Warum willst du denn das wissen, Susa? Gewohnheit. Eine Manie, ich kann es nicht aushalten. Den ganzen Tag im Fahrstuhl und die Leute fragen mich, wie spät ist es bitte? Wie viel Uhr ist es bitte? Wie viel Uhr ist es? Und die, die nicht fragen, sehen auf die Uhr, sobald ich die Fahrstuhltür geschlossen habe. Und jetzt auch noch du. Du bist ganz schön gereizt, Adeo. Und du ganz wohlerzogen. Was ist denn los, Susa? Du bist so anders, so förmlich. Ich weiß nicht, ist mir nicht aufgefallen. Auf der Säule stand ein halb verwischter, mit roter Farbe gesprühter Satz. Merkurium ist kein Vitamin. Vor 10 Jahren, während der letzten Kampagne für den Umweltschutz, war die ganze Stadt mit solchen Inschriften übersät. Die Zivitäre verfolgten die Graffiti-Schmierer, bis sie sie vernichtet hatten. Das System ging vors Fernsehen. »Es ist nicht nötig, dass man uns an unsere Pflichten erinnert«, sagte der Präsident. »Wir haben das Problem unter Kontrolle. Forschungsgruppen und Kommissionen sind an der Arbeit. Wir brauchen Ruhe, um die Fragen, die das Volk betreffen, zu lösen. Die Agitatoren werden innerhalb von Gesetz und Ordnung bekämpft werden. Unerbittlich.« »So, jetzt können wir aufrecht gehen.« »Vielleicht kannst du mir auch sagen, wohin wir eigentlich gehen.« »Wir gehen zu unserem kleinen Reservat.« »Was für ein kleines Reservat?« »Wir haben seit Jahren an dem Projekt gearbeitet. Es läuft ganz gut, obwohl wir unter schwierigen Bedingungen arbeiten. Wir haben eine beträchtliche Anzahl Tiere.« »Tiere? Richtige?« »Susa, eines der wenigen Dinge, die die Labors noch nicht haben herstellen können, sind künstliche Tiere. Das geht nicht einfach. Seit wie vielen Jahren produzieren sie Eier, hm? Nur sind es Eier, die nicht ausgebrütet werden können, also auch keinen Nachwuchs geben. Es fehlt das Wesentliche.« »Taddeo, pass auf, was du sagst, was du da eingestehst.« »Ich gebe das Wesentliche zu, ich kann mich dem nicht entziehen.« »Ja, und diese Tiere hier, erzähl.« »Es begann vor 30 oder mehr Jahren. Ich bin nicht gut in Zeitangaben. Es gab ein Reservat in Sorocaba. Damals war die Stadt noch unabhängig von Sao Paulo. Den dortigen Wissenschaftlern war es gelungen, in der Gefangenschaft Tiere zu züchten, die vom Aussterben bedroht waren. Sie arbeiteten hart und erhielten Exemplare wie den Schwan mit dem schwarzen Hals, den Tapir, die Reiher, die Cheyenne-Ente am Leben. Hey, ich werde dir nicht alles sagen, du wirst es gleich sehen.
als die Industrieorte wie Sorocaba, Votorantim, Brigadier Tobias, San Roque und Cochia vollständig mit Beschlag belegt waren, enteigneten die Präfekturen alles, schickten Traktoren aus und zerstörten das Reservat. Tiere und Vögel blieben 2 oder 3 Wochen lang in ihre Käfige eingesperrt. Viele starben, während die Wissenschaftler versuchten, Kontakt aufzunehmen. Wir kämpften gegen den bleiverseuchten Boden und hatten damals schon mit Versuchen begonnen, Gemüse und Obst anzupflanzen. Wir einigten uns und so kamen die Tiere in das Reservat hier. Früher war das die Kaserne von Barueri. Das ist doch das Müllgebiet, was als Ort der Hölle bekannt ist. Eben deshalb. Wo sind wir vor Belästigung sicherer als hier? Du wirst schon sehen. Die Schnellstraße führt über ein weiß-gelbes Feld, als sei es eine glatte, ebene Miniwüste. Das trockene Flussbett des Chiochete durchschnitt das Gebiet in der Mitte. Hunderte von kleinen, dunklen Figuren bevölkerten die Einöde. Sie schienen aus Gips zu sein, aus altem Porzellan, gebranntem Ton, Steingut, was weiß ich. Es sah aus, als sei dort ein großer Garten gewesen, in dem die Vegetation ausgetrocknet und die Statuetten einsam und schutzlos übrig geblieben waren. Merkwürdig, da lebt man seit Jahren in einer Stadt und kennt sie nicht. Ich hatte noch nie davon gehört, dass in dieser Gegend ein Park oder ein Gemüse- und Obstgarten war. Privatbesitz? Und hier, Taddeo? Das ist die Ebene der Staubvögel. Ich habe noch nie davon gehört. Das war früher überschwemmt. Der Chiotiete stieg an und trat über die Ufer. Zu einer bestimmten Zeit war es ein Gebiet für Obst- und Gemüseanbau, Teil des Grüngürtels. Prähistorisch, mein Lieber. Sieh mal die Statuen an. Was stellen Sie da? Vögel. Gibt es noch andere Tiere? Nein, nur Vögel. Nun ja. Sie kamen von der Küste, überflogen den Gebirgszug am Meer, ließen sich hier nieder und blieben. Sie flogen nie wieder fort. Und warum hierher? Instinkt der Tiere. Niemand kann das erklären. Es heißt, dass es in dem überschwemmten Gebiet Nahrung gab. Kleine Viecher, Krebse, sowas alles. Also kamen die Vögel. Von der Küste? Sie ernähren sich von Fischen und anderen Dingen aus dem Wasser. Als sie im Meer nichts mehr zu essen fanden, kamen sie herauf. Sie versuchten, einen anderen Lebensraum zu finden. Und warum konnten sie nicht mehr fliegen? Wenn sie ins Meer tauchten, kamen sie ölbedeckt wieder heraus. Das Fliegen fiel immer schwerer. Die Vögel, die hierher flogen, sind heldenhaft. Der letzte Flug. Sie kamen, ließen sich nieder und wurden zu Tieren mit Flügeln, die sie nie wieder benutzen würden. Man nimmt an, dass das Öl sich verhärtete und die Poren verklebte. Dann starben sie und wurden vom Staub zugedeckt. So, wie du sie hier siehst. Es sieht sogar ganz hübsch aus. Hübsch? Das ist ja das Schlimme. Dass es hübsch ist. Weißt du was, Taddeo? Ich weiß nicht, ob ich es noch weiter schaffe. Nicht nur wegen der Erschöpfung, sondern auch wegen des Hungers. Ich bin furchtbar hungrig. Sieh zu, dass du durchhältst. Wir sind gleich da. Schau, diesen Plasterberg. Dahinter liegt es. In 5 Minuten sind wir von dieser Schnellstraße herunter. Der Mond schien blass. Es dämmerte. Wie lange schon hatte ich keine Nacht mehr durchwacht. Ich hatte gedacht, das könnte ich gar nicht mehr. Hinter den Bergen zeichnete sich ein Lichtstreifen ab. Wir kletterten über eine Strickleiter hinunter und meine Füße tauchten in eine weiche Staubschicht ein, die mir bis zu den Knöcheln reichte. Durch die Berge zogen sich Gänge, ein Labyrinth. Ich sah Spielsachen, Küchengeräte, Behälter, Bälle, Schilder, tausende von Plastikartikeln. Plaste hatte alles verdrängt. Aluminium, Holz und Textilien. Dort war es aufgehäuft, in allen Farben. Zerquetscht und unzerstörbar. Mach dich auf etwas gefasst, das hier ist fast heilig, wenn du weißt, was ich meine. Wir verharrten in Schweigen. Ich glaube, ich war bewegt, fühlte eine Kälte im Bauch.
Taddeo drehte sich um und ging einige Schritte. Wir betraten das kleine Reservat. Ich spürte den Geruch von Tierexkrementen. Das ging mir durch und durch. Mich fror. Aber es ließ mich nicht so zu Eis erstarren wie der Schmerzensschrei, den Taddeo dann ausstieß. Ich hielt inne. Der Schrei schien nicht enden zu wollen. Ich weiß nicht, ob es das Echo war oder ob Taddeo solche Kraft in den Lungen hatte. Hinter ihm konnte ich nicht sehen, der Gang war schmal. Der Schrei lähmte und erschreckte mich. Ich sah, wie Taddeo zitterte. Ob er einen Anfall erlitten hatte? Er drehte sich sprachlos zu mir um, mit Tränen in den Augen. Sieh nur, sieh doch nur. Er biss sich auf die Lippen, bis sie bluteten. Das war mehr als Schmerz, was er empfand. Er zitterte, ein krampfartiges Zittern. In seinem Alter würde er das nicht aushalten. Ich hielt seine Hände fest. Er drückte mich wie jemand, der Hilfe braucht. Und er brauchte sie wirklich. Er trat zur Seite. Nun sah auch ich und konnte es nicht fassen. Einfach unglaublich.